Schönen Vormittag aus dem Rodelzentrum in der Grantau in Umhausen. Wir sind hier im Tiroler Ötztal und wir freuen uns jetzt zur offiziellen Pressekonferenz des Internationalen Rodelverbandes, des Österreichischen Rodelverbandes und auch des Tiroler Rodelverbandes und des Vereins hier in Umhausen begrüßen zu dürfen. Also da wird den Athleten wirklich alles abverlangt, dass sie da allein einmal ohne Bandenberührungen, ohne große Probleme, ohne Stürze ins Ziel kommen. Und es ist, sage ich wirklich, State of Art im Moment und wirklich, ich kann sagen, im internationalen Vergleich sicher eine Top-Infrastruktur, auf die wir stolz sein können. Wir haben Athleten aus Brasilien, Argentinien, aus Indien, aus Frankreich, sind alles neue Athleten und die sind sehr motiviert und mit einem sehr guten Trainerteam da in Umhausen an der Strecke und können da bei besten Bedingungen trainieren. Falls der WM in die Hose geht, wäre ich heimfahren. Alleine an die Augen schlagen und dann ist schon wieder alles gut. Aber ich bin jetzt seit 6 Jahren beim Österreichischen Rodelverband der Sportdirektor und ich gebe eigentlich für jeder Weltmeisterschaft dasselbe Ziel aus, und zwar das sind 3 Medaillen und davon sollte eine in Gold sein. Die Saison am Anfang ist nicht so gut gelaufen, aber ich habe mich zurückgearbeitet und die Juniorenrennen sind jetzt gut verlaufen, das Rennen in Moos, ich habe mich gesteigert und jetzt schauen wir, was rauskommt. Online wird es die gesamten Übertragungen aller Läufe geben, hier von dieser Weltmeisterschaft zwischen 5. und 7. Februar. Danke allen, die dabei waren. Wir wünschen eine schöne Zeit.